Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Schwarz. Und heute werden wir uns, ja, mit diesem kleinen Ort hier beschäftigen, mit der Pokémon-Liga. Ich habe ein klein bisschen trainiert, nicht viel, einige Pokémon sogar gar nicht. Denn ich denke, Level 44 ist auf jeden Fall in Ordnung. Geki war jetzt schon 45, aber ansonsten sind jetzt alle auf Level 44. Bei Amazon und Kario hat den EP-Teiler getragen, habe ich ein bisschen EV-Training gemacht. Vor allem Angriff und Initiative. Initiative war einfach, weil es auf der Route auch ein Pokémon gab, das Initiative EVs gegeben hat. Ja, davon ist allerdings noch nicht allzu viel in die Werte mit eingeflossen. Wir können uns ja jetzt mal alle Pokémon angucken. Also Dominik ist eigentlich unverändert, außer dass es jetzt noch 3 Level oder so erreicht hat. Attacken lasse ich so, ist zwar nicht die größte Vielfalt, aber ich hoffe, dass es funktionieren wird. Ja, die Verteidigungswerte sind halt echt nicht gut, ne? Initiative und Angriff ist in Ordnung, aber das war es dann auch schon. Hier natürlich, klar, gute Verteidigungswerte, passable Initiative, sehr, sehr geiler Spezialangriff, die typischen Attacken. Vor allem eben sehr offensiv einsetzbar, aber auch zum Teil taktisch. Das finde ich ganz cool. Hier eben mit Knirscher, Eisenschädel und Schaufler die bekannten Attacken und zusätzlich dazu jetzt Kreuzschere statt Käferbiss ist nochmal 20 Punkte stärker. Ja, ansonsten der Angriff ist über 100, Verteidigung und Initiative ist ziemlich gut. Spezialverteidigung, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und das habe ich damals ja noch gar nicht gesehen, die Fähigkeit. Erhöht den Angriffswert, aber senkt Genauigkeit. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird unser Angriff um 50% erhöht, sofern wir physisch angreifen, was wir mit all diesen Attacken tun. Das heißt, wir sind dann bei einem Angriff von etwa über 150 und damit ziemlich gut dabei. Also ähnlich zu diesem Spezialangriff hier, wenn nicht sogar einen Ticken besser noch, was ziemlich krass ist. Außerdem haben wir 2 Stab-Attacken mit Kreuzschere und Eisenschädel, die ja dann auch nochmal Stärke 120 so haben. Ist nicht schlecht, Knirscher und Schaufler, auch ganz gut. Allerdings wird auch unsere Genauigkeit um 20% gesenkt durch diese Fähigkeit, eben bei diesen physischen Attacken. Was ein bisschen problematisch ist, aber gut, müssen wir halt einfach hoffen. Ich habe ihm aus irgendeinem Grund Drachenzahn gegeben, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Blendpuder soll es tragen. Ändere ich jetzt gleich nochmal. Wir gucken uns Lukas kurz an. Bei Lukas ist gar nichts weiter passiert. Feuerzahn, Eiszahn, Knirscher. Ach doch, Gigastoß habe ich jetzt für Stärke beigebracht, weil ich einfach meine, ja, Stärke müssen wir sowieso eher selten einsetzen, denke ich. Dann können wir auch Gigastoß verwenden. Hoffe ich zumindest, so ist der Plan. Ja, hier Wasserdüse, Katapult, Knirscher, Surfer. Leider keine schönere Gesteinsattacke bekommen. Angriff und Verteidigung ist nach wie vor gut. Spezialverteidigung müssen wir uns hüten. Initiative ist natürlich ziemlich kacke, aber dafür haben wir immerhin Wasserdüse. Und hier Gigasauger, Laubklinge, Egelsamen einrollen und ja, die bekannten Werte. Ja, ich hoffe, dass wir mit unserem Team sehr, sehr gut aufgestellt sein werden. Zumindest passabel aufgestellt sein werden. Es wäre sehr wünschenswert. Ja, ich habe mir noch ansonsten ein bisschen X-Angriff und sowas und X-Spezialverteidigung 5-mal von allem geholt. Und dafür hatte ich verkauft ein bisschen AP Plus und ja, so Kleinigkeiten, die wir halt noch hatten. Auf jeden Fall nichts mega Wertvolles. Und dadurch habe ich eben mal ein bisschen Geld zusammenbekommen noch und dann diese wertesteigernden Sachen, ja, gekauft. So, wollen wir jetzt tatsächlich loslegen, Leute, mit der Pokémon-Liga. 8 Orden haben wir gesammelt. Einige waren sehr, sehr schwierig zu erreichen. Es kam zu Opfern. Andere waren sehr, sehr leicht. Und ich denke, ebenso wird es jetzt auch in der Liga sein, dass wir gegen den einen oder anderen eben sehr gut bestehen werden. Und gegen den einen oder anderen sehr, sehr drohen einzuknicken. Und vielleicht bleibt es nicht nur bei einer Drohung. Gut, Beleber, Top-Beleber habe ich alles verkauft. Da geht also auch währenddessen nichts mehr. Wir versuchen es ohne Joker. Auf geht's mal. Hast du erst einmal die Stufen erklommen, gibt es kein Zurück mehr. Du musst entweder alle Kämpfe gewinnen oder durch eine Niederlage ausscheiden. Möchtest du dein Glück versuchen? Ja. Nun dann, auf geht's. Ich habe das Gefühl, dass wir... Okay. Dass wir alle hier in diesem Raum kämpfen. Kann das sein? Ich hoffe, dass jetzt nicht schon direkt der Trainer irgendwie ankommt, sondern dass wir uns ihn vorher angucken können, um zu schauen, wen wir einsetzen werden. Ich packe auf jeden Fall Geki mal nach vorne, weil Geki ist immer gut. Also wie gesagt, die ganze Liga ist blind. Ich habe nur ganz grob aufs Level geguckt und das ist bei allen irgendwie so bei 48 bei den Top 4. Das ist ganz cool, dass sich das da nicht unterscheidet und nicht weiter steigt. Und von daher sollten wir vom Level her gut sein. Oder warte mal, können wir jetzt hier uns aussuchen, gegen wen wir als erstes kämpfen? Warte mal, ich geh mal jetzt hier oben rein. Ey, das ist bestimmt so, ne? Deswegen sind die alle vom gleichen Level. Wir können uns das aussuchen.
Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Feuer. Scheiße. Ich hoffe, ich muss noch nicht direkt kämpfen. Weil dann hätten wir mit Gekki natürlich schon mal einen krassen Nachteil. Wenn der tatsächlich Feuer-Pokémon hat, aber es sieht danach aus, ne? So viele Flammen, wie hier entzündet werden. Gehe ich mal davon aus. Okay, wir können nochmal wechseln. Dann beginnen wir am besten mit Karipas. Ist auch unsere einzige Waffe gegen Feuer-Pokémon. Müssen wir aufpassen, aber solange es noch volle KP hat, kann es nicht besiegt werden. Eigentlich, außer es fängt an zu brennen, dann ist es natürlich was anderes, ne? Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's mit dem ersten der Top 4. Mal schauen, wer es ist. Ach du grüne Neune, habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand, aber ist ja auch wurscht. Ich bin jedenfalls Astor von den Top 4 und somit dein Gegner im nächsten Kampf. Okay, es scheint also noch jemand hier zu sein und ja, das wird dann wahrscheinlich N sein. Astor. Mit Feuer-Pokémon-Masche. 4 nur. Okay. Irokex. Das ist kein Feuer-Pokémon, sondern ein Kampf. Und das ist ziemlich schlecht. Es setzt sehr, sehr gerne Turmkick ein, ne? Wir selbst haben gegen Irokex jetzt eher weniger in der Hand. Wir könnten natürlich... Ja, angenommen, da kommt jetzt eben dieser Turmkick, der ja sehr, sehr heftig stark ist. Annika. Aber es ist auch vom Typ Unlicht, ne? Es könnte genauso auch mit einer Unlichtattacke angreifen. Und wie stark Irokex ist, weiß ich nicht. Boah, scheiße, wir geraten schon beim ersten Pokémon ins... Also Fakt ist, Karipas kann nicht besiegt werden jetzt. Deswegen eine Freiattacke haben wir eigentlich. Dann würde ich auch mal sagen, beginnen wir mit Surfer. Und es kommt Sandwirbel nur. Okay. Das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Mal gucken, wie viel unser Surfer ausrichten kann. Über die Hälfte wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße. Auf diese Attacke war ich nicht vorbereitet. Nicht übel, du gefällst mir. Ja, wow. Okay, das bringt also gar nichts. Macht Wasserdüse da mehr Schaden? Ah, geht daneben. Sandwirbel. Nochmal. Ja, wir greifen einfach weiter mit Surfer an, würde ich sagen. Solange wir noch ohne Probleme existieren. Durchbruch, okay. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als... Oh, Beulenhelm, stimmt. Beulenhelm tragen wir ja auch noch. Jetzt kommt doch mal ein Surfer mit dazu. Alter, macht das wenig Schaden. Okay, gehen wir mal von Durchbruch aus. Und nicht von der Unlichtattacke. Dann sollten wir wechseln können. Ohne Probleme. Ist zwar ein bisschen risky. Aber gut, hat geklappt. Erst einmal. Dann auf jeden Fall mit Funkenflug das Ganze beenden nach Möglichkeit. Sehr schön. Okay, Irokex haben wir dann down. Jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, immer das passende Pokémon einzuwechseln. Als nächstes wird Rabigator. Unlicht hat er also, ja. Also erst dachte ich Unlicht und dann, als die ganzen Flammen angingen, war ich ziemlich überzeugt, dass es Feuer werden würde. Aber gut. Dann eben Unlicht. Wir haben leider keine Kampfattacken, soweit ich das im Kopf habe. Aber macht nichts. Wir haben notfalls auf jeden Fall eine Käferattacke auch noch, das ja auch noch sehr effektiv ging. Unlicht. Oh, Alter. Rabigator. Alles klar. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich schneller, ne? Deswegen greife ich mal mit Egelsamen erstmal an. Wir hätten auch direkt mit Laubklinge raufgehen können, ich weiß. Schmarotzer. Okay. Was auch immer Schmarotzer macht. War jetzt nicht die gefährlichste von allen möglichen Attacken. Ja, einrollen bringt, glaube ich, nicht so viel. Er wird schon noch was sehr Effektives gegen uns in der Hand haben. Mit seinen Unlicht-Pokémon. Unlicht ist ja oftmals eher nur ein Zweityp. Von daher machen wir uns erstmal heile, heile. Nochmal Schmarotzer, okay. Zieht aber halt nicht so viel ab. Auf jeden Fall bekommen wir durch Ekelsamen halt ähnlich viel wieder zurück. Und mit dem Gigasauger können wir uns eben... Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt die... Naja, ja, doch. Doch, wir können uns die restlichen KP holen. So. Ich glaube, bei Bufdi waren ja die Verteidigungs- und Spezialverteidigungswerte gleich niedrig, ne? War beides ziemlich schlecht.
Demzufolge können wir jetzt auch eigentlich mit Laubklinge angreifen, zumal das sowieso deutlich, deutlich stärker ist. Sollte das auf jeden Fall funktionieren, dann hätten wir Rabigator auch schon mal down. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang bis hierhin. Gut, Karipas musste ein bisschen einstecken, aber das ist immer, eben immer die Gefahr bei dem ersten Pokémon. Cesurio. Okay. Auch da ist, denke ich, ziemlich klar, was wir einsetzen werden. Ich weiß nicht, ob es noch einen Nebentyp hatte, aber es war auf jeden Fall vom Typ Stahl. Und da sind wir mit Feuerattacken natürlich sehr, sehr gut aufgehoben. So, guten Tag. Alter, das ist so nice, ne? Das Pokémon. Das würde ich auch richtig, richtig gerne haben. So, na, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, shit. Oh, shit. Gut, es war riskant. Ich habe nicht dran gedacht, dass es Unlicht als Nebentyp hat. Das war natürlich sehr riskant. Und die Rechnung dafür haben wir jetzt bekommen. Okay. Dann erstmal Egelsamen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch gegen Gekki was in der Hand hat. Ein Aeroas wäre auf jeden Fall eine Kreuzschere sogar, okay. Wir haben ein fettes Problem. Kreuzschere, ja. Und Nachthieb. Amazon hat eine gute Verteidigung. Und Kreuzschere dürfte nicht sehr effektiv, vielleicht sogar doppelt nicht sehr effektiv sein. Von daher wechseln wir jetzt auf Amazon. Zum ersten Mal. Auf geht's. Guten Tag. Kreuzschere. Wie viel zieht's ab? Gut. Wenn es was sehr Effektives hat, wer weiß. Aber gut, Egelsamen bringt auf jeden Fall ein paar KP für uns wieder her. Dann werde ich jetzt mit Schaufel agieren, das könnte nämlich sehr effektiv sein. Kann aber auch sein, dass wir verfehlen werden, das wird sich jetzt zeigen. Aeroas, okay. Egelsamen wieder schadet wieder, wir sind wieder voll und unsere Attacke geht natürlich daneben. Aeroas kommt, ist aber nur normal effektiv. Also durch Egelsamen haben wir jetzt hier gerade noch alles in der Hand. Oh, aber das ist gerade unser stärkstes spezielles Pokémon oder unser einziges spezielles Pokémon down geht. Das kann echt zu einem großen Problem werden. Okay, dann gehen wir nochmal in die Erde. Jetzt dürften wir uns ja wieder voll heilen durch Egelsamen. Und jetzt dürfte Schaufler auch eigentlich reichen. Gegen Cesurio. Okay. Volltreffer war es auch noch. Na gut, ey. Als nächstes kommt Cleopatra. Cleopatra war ja nie so wirklich eine krasse Herausforderung. Ich denke, da werden wir mal Lukas einsetzen. Hoffe ich zumindest, dass es eine weise Entscheidung ist. So, ist es schon das letzte Jahr, ne? Weiß ich gar nicht. Macht nur weiter, ich bin noch nie aus einem Kampf geflohen. Warte mal, wir hatten Cesurio, wir hatten am Anfang... wen hatten wir am Anfang? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich weiß es schon nicht mehr, Alter. Ah, wenn ich nur ein gutes Gehirn hätte. Ich traue mich, glaube ich, noch nicht Gigastoß einzusetzen. Sondern will erstmal mit Feuerzahn ein bisschen vorschwächen. Mogelhieb, okay. Wie viel zieht es ab? Auf jeden Fall machbar. Sollte uns nicht one-hitten können mit irgendeiner Attacke. Problem ist, dass es schneller ist als wir. Naja, und das macht nicht so wenig Schaden. Okay. Ich glaube, ich heile. Das Ding ist halt, wenn es... Warte mal... Es ist jetzt ein Knirscher gewesen, ne? Das ist ein Knirscher gewesen, also ungefähr ein Viertel. Ein Gigastoß. Wäre Stärke 225. 225. Sollte reichen. Sollte reichen. Aber ich glaube, ich heile trotzdem nochmal. Weil wenn, angenommen, es überlebt das Ganze, er überlebt diesen Gigastoß, dann müssen wir eben zwei Attacken aushalten. Und das werden wir in den meisten Fällen nicht schaffen. Nachthieb kommt wieder, okay.
Okay, jetzt sollte aber genug Zeit sein, um einen Gigastoß auszuführen. Der sollte eigentlich reichen. Okay, es kommt noch ein Nachthieb. Solange es kein Volltreffer ist, ist alles in Ordnung. Gigastoß geht natürlich daneben. Das war zu erwarten. Im Moment ist uns das Glück noch nicht ganz hold. Ich meine, einen Verlust zu haben, bereits beim ersten der Top 4, ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen tricky. So, okay. Nochmal Gigastoß. Wieder Nachthieb. Wieder knapp überlebt. Jetzt kommt der Gigastoß und jetzt muss es reichen. Stärke 225 reicht. Sehr, sehr gut. Okay. Und wir haben Astor besiegt. Wenn der eine gewinnt, verliert der andere. Das ist die Tragik eines jeden Kampfes. Ein echter Gegner denkt an den kommenden Sieg, ohne mit dem vorherigen zu prahlen oder über eine Niederlage zu lamentieren. Okay. Ob man nun sein Bestes gegeben hat, ob das Schicksal es mit einem gut oder doch eher schlecht gemeint hat, eine Niederlage ist und bleibt eine Niederlage. Genau dies verleiht den Lorbeeren des Siegerkranzes ihre erhabene Pracht. Und von deinem Siegerlächeln bin ich regelrecht geblendet. Das hast du aber schön gesagt. Okay, 5 Pokémon verbleiben uns. Darunter eigentlich 5 physische Angreifer. Kario kann Surfer, okay. Geki kann Gigasauger, okay. Aber das war's. Und Dominik kann Schockwelle. Okay. Aber alle ist bei jedem nicht so die Stärke. Das heißt, wenn da mal ein physisches Defensivmonster kommen sollte, dann könnte das schwierig enden für uns. Na gut, aber seien wir mal vielleicht froh, dass wir nur einen Verlust hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unseren guten alten Kronleuchter noch gebraucht hätten. Beim einen oder anderen der Top 4. Na gut, das macht die ganze Sache nur ein wenig spannender. Ja, ja, ich weiß, dass es keine Wirkung mehr haben würde. Wir heilen alle Pokémon komplett. Gerade Karipas muss komplett geheilt werden. So. Auch Lukas bekommt hier seine wohlverdienten Tränke. Und dann geht es weiter gegen den nächsten. Wir werden schauen. Ach, guck mal, hier wird uns sogar angezeigt, wen wir schon haben. Na gut, dann machen wir mal links. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Das sieht nach Geist aus. Ja, okay, das ist offensichtlich Geist. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ah, Psycho hätte es auch noch sein können, theoretisch, aber es ist schon mehr Geist auf jeden Fall. Gut. Gegen Geist-Pokémon. Haben wir Amazon mit Knirscher, haben wir Lukas mit Knirscher. Und Lukas ist sogar resistent gegen Geistattacken. Von daher ist das hier jetzt meine Wahl für den Startkampf. Auf geht's. Die feurig lodernden Augen des Mannes stachen aus seinem finsteren, hageren Gesicht hervor, wie eine ständige Erinnerung an seinen Entschluss, alles um der Gerechtigkeit willen zu opfern. Das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Die Anregung für die Hauptfigur lieferte mir der letzte Trainer, der mich zu einem Kampf herausgefordert hat. Leider ging unsere Begegnung für ihn nicht allzu glimpflich aus. Ach, es ist wirklich schade um ihn. Aber genug der Gefühlsduselei. Du bist ebenfalls Trainer und willst dich mit mir messen. Stimmt's? Dann mach dich auf was gefasst, denn ich bin Vanisa, die Meisterin der Geist-Pokémon. Vanisa. Ich bin bereit, dich zu vernichten. Ohne Opfer dieses Mal. Und wir beginnen mit Echnatoll. Na toll. Okay, sorry. Ist es ein reines Geist-Pokémon? Ich hoffe. Dann lass uns mit Knirscher beginnen und hier gar nicht erst groß Zeit verlieren. Mumie von Echnatoll wirkt. Okay. Die Fähigkeit Mumie. Irrlicht. Nicht so geil. Ganz und gar nicht geil, weil unser Angriff damit sogar noch halbiert wird. Genau, wie in einem guten Roman ist auch im Kampf der Anfang besonders wichtig. Wir werden uns heilen. Würde ich sagen. Alles andere macht wenig Sinn. Wenn wir Fassade oder so gehabt hätten. Okay, Psychokinese. Macht nicht viel Schaden. Okay, das heißt, wir haben wieder einen Knirscher frei. Sozusagen. Und eventuell können wir sogar die Verteidigung senken. Hat nicht so ganz geklappt. Okay, es greift nochmal mit Psychokinese an. Okay, dann lass uns das Ganze mit Knirscher beenden.
und dann auswechseln. Ist vielleicht ganz... Oh, Top-Genesung kommt, okay. Dann vielleicht doch noch ein anderer Plan. Erstmal Knirscher auf jeden Fall, dann werden wir unser Pokémon heilen. Dann beginnt der Kampf von Neuem. Wir machen so wenig Schaden, da würde ich mich echt über eine... Ja... Über eine Wertsenkung, über eine Verteidigungssenkung von Echnatoll echt mal freuen. Das wäre echt toll. Oh, echt mal toll. Psychokinese wieder. Das ist so ein bisschen weg von Irrlicht gerade. Was eigentlich grundsätzlich ganz gut ist, weil es macht uns nicht viel Schaden, Psychokinese. Aber ich vermute einfach mal, dass Echnatolls Verteidigung auch relativ gut Irrlicht abgewehrt zum Glück. Dass seine Verteidigung ziemlich gut sein wird, oder? So ein Sarg. Den zu zerbeißen ist nicht so einfach, nehme ich mal an. Na gut, haben wir erstmal down, Level 45. Sehr schön. Bisschen Angriffspunkte bekommen, nicht viel, aber ein bisschen. Golgantis. Das war... War das nicht Bodengeist? War das das? Dieser Golem? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das richtig im Kopf habe. Golgantis. Zeig dich. Könnte sogar die Weiterentwicklung sein. Ja, ist es auch. Level 48. Okay, wir werden hier wieder mit Egelsamen beginnen. Das ist eine Taktik, die sich bisher immer bewährt hat. Hoffen wir, dass es, dass ich richtig liege. Finsterpaus kommt. Okay, bekommt Stat-Bonus. Sollte aber nicht mega viel Schaden machen. Macht aber auch nicht mega wenig. Also ist schon in der Nähe der Hälfte der KP. Aber zusammen mit Egelsamen und Gigasauger sollten wir da ganz gut gegenhalten. Gigasauger wurde, glaube ich, echt stärker gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Wir sind auf jeden Fall wieder fit. Fluch. Ach ja, es ist ja sogar ein Geist-Pokémon. Okay. Dann ist es jetzt down. Dass die Hälfte seiner KP opfert. War taktisch nicht so klug. Level 46. Sehr schön. Und dann verlieren wir jetzt ein paar KP. Okay. Das ist nicht so wild, denke ich. Und dann können wir auswechseln. Als nächstes kommt Skelab. Ach du Scheiße. Gelaber. Kario wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Macht nur wenig Sinn jetzt gerade. Genauso wenig wie Amazon. Amazon Doppelschwäche Feuer, schlechte Spezialverteidigung. Kario schlechte Spezialverteidigung. Bleibt nur Lukas übrig. Ja. Lukas ist leider Gottes schon geschwächt. Das wird die Sache schwierig. Gestalten. Ich weiß nicht, ob Skelabra uns mit einer Attacke über, also 100 KP abzieht. Oh, es ist auch noch Level 50. Jetzt ist die Frage, soll ich einmal angreifen? Oder soll ich direkt heilen? Vielleicht ist direkt heilen ganz gut, oder? Oder, was wir auch machen könnten, wäre unsere Spezialverteidigung erhöhen, jetzt wo wir die Chance dazu haben. Vielleicht ist das gut. Dann sollten wir es, denke ich, packen. Okay, X-Spezialverteidigung. Das können wir gegen Skelabra, glaube ich, ganz gut... Feuersturm. Nein! Und es brennt auch noch. Bitte überlebe es, bitte überlebe es. Das gibt's nicht. Wie viel Pech. Okay, Leute, wir haben ein fettes Problem. Decky und Amazon scheiden komplett aus. Kario kann ein bisschen Schaden machen. Aber wenn er eine Geistattacke auf die Spezielle fällt, das kann nicht gewone-hitted werden, ne? Okay. Kario. Das sieht echt nicht gut aus in der Liga. Wir haben schon zwei Verluste einstecken müssen. So. Surfer. Spukball kommt. Wir werden sehen, ob das alles abzieht. Das würde alles abziehen, ja. Okay. Boah, Spezialverteidigung sieht auch nochmal, aber ist sowieso irrelevant, weil wir eh down wären. Ah, scheiße. Ich habe auf mehr gehofft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir es down? Ich meine, ich habe noch eine Wasserdüse zur Verfügung, aber das wird nicht reichen. Wir müssten schon noch irgendwie einen Angriff loswerden.
Das ist die Frage, wie. Wir werden erstmal den Hypertrank einsetzen. Puh. So, Gegenstoß, okay. Das bringt uns aber alles nichts. Oh ja, ah doch, der Beulenhelm. Okay, doch, das bringt uns was. Boah, jetzt könnte sogar Wasserdüse schon ausreichen. Es könnte schon ausreichen. Aber ich vertraue dem noch nicht. Ich werde es wieder heilen. Und hoffe einfach, dass es irgendwann nochmal physisch angreift. Oder zumindest mit Kontakt angreift. Dass es nochmal Schaden durch den Beulenhelm bekommt. Das ist unsere einzige Möglichkeit jetzt, diese Strategie noch ein bisschen zu nutzen. Psychokinese, oh, was es nicht alles hat, ne? Wird auch reichen. Ja. Okay, aber vielleicht setzt es jetzt wieder Dings ein. Was es eben eingesetzt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Gegenschlag oder so. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah nein, Psychokinese wieder nur. Boah. Also Robustheit bringt uns hier jetzt echt viel. Kann ich anders sagen? Okay. Wir müssen so weitermachen, bis es sich nochmal... Also... Eine Wasserdüse kann reichen, muss aber nicht. Die Frage ist, wie lange macht das Sinn hier? Ich würde es ja theoretisch sogar riskieren, auf ein Normal-Pokémon zu wechseln, wenn wir dann ein Normal-Pokémon hätten. Wir haben aber keins mehr. Feuersturm. Kann es sein, dass es mehr als 4 Attacken hat? Kommt mir so vor gerade. Aber Feuersturm überleben wir sogar. Bringt uns auch nichts. Das bringt uns alles gerade nichts. Das bringt uns auch nichts, irgendwie unsere Spezialverteidigung zu boosten oder so. Gar nichts. Niente. Es muss noch einmal mit der physischen Attacke angreifen. Aber warum sollte es das tun? Jetzt sind wir wieder bei einem KP. Spezialverteidigung sind noch mehr. Ich meine, ich könnte Risky Frisky jetzt mit Kario angreifen. Und Wasserdüse reicht eventuell aus. Oder nicht. Und wenn nicht, wollte ich sagen, gut, dann kannst du das nächste Pokémon beenden, aber dann wird sowieso eine Top-Genesung kommen. Es setzt Gegenstoß wieder ein. Hervorragend. Okay, okay, okay. Es wird wahrscheinlich geheilt werden jetzt. Ich gehe fest davon aus. Aber egal, wir müssen es riskieren. Surfer kann ich nicht machen, dann bin ich down. Falls es angreift. Nur mit Wasserdüse sind wir auf der sicheren Seite. Und es setzt Top-Genesung ein, okay. Aber wir können wenigstens mal gucken, wie viel Wasserdüse abzieht. Mal schauen. Ja, nicht ganz die Hälfte. Das heißt, wir brauchen noch so mindestens zweimal getroffen werden müssen wir. Damit der, also dadurch so, dass der Beulenhelm noch Schaden anrichtet. Boah, Skelabra ist halt echt eine miese Sache. Dadurch, dass es so stark ist und auch noch vom Typ Feuer. Das ist heftig. Okay, Robustheit. Mal wieder. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier mit Tränken so handhaben muss, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also vielleicht übersehe ich eine Sache, aber ich will es einfach nicht riskieren, noch ein Pokémon zu verlieren. Oh, nice, 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 wir haben gewonnen. Geil, Feuersturm ging daneben. Das gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit. Psychokinese kommt, wird uns nahezu downhauen, oder wird uns downhauen. Aber das ist mir egal. Jetzt kommt Surfer. Das wird nicht ganz reichen. Okay, und jetzt Wasserdüse. Sehr nice. Boah, wir haben es down bekommen. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Noch können wir hoffen. 4000 Erfahrungspunkte. Alter Schwede. Okay. Versucht Nassschweif zu erlernen. Nassschweif ist Stärke 90. Zwar auch ein bisschen ungenau, aber Stärke 90 ist schon heftig. Wir haben noch ein Pokémon mit Knirscher, ne? Deswegen verlerne ich, glaube ich, Knirscher für Nassschweif. Weil, ihr habt gesehen, Wasserdüse war super wertvoll jetzt gerade. Und Nassschweif eine schöne, starke Wasserattacke zu haben, ist, glaube ich, echt gut. Dafür würde ich sogar Surfer verlernen dann. Aber das können wir jetzt schlecht in der Liga machen. Okay. So, jetzt darf ich nur nicht vergessen zu wechseln. Sonst stecken wir gleich wieder in irgendeinem Schlamassel.
So, als nächstes kommt Apoqualyp. Das ist die Weiterentwicklung von Quabbel, soweit ich weiß. Da sollten wir mit Gekki eigentlich gute Chancen haben. Eigentlich. Das wird sich zeigen. So, ich beginne, glaube ich, auch direkt mit Gigasauger dann. Um unsere fehlenden KP wiederherzustellen. Sieht aus, als hätte ich damit mein letztes Kapitel erreicht. Ist das schon ihr letztes? Wäre wünschenswert. So, Gigasauger. Sollte reichen, um uns aufzuheilen, oder? Ja. Es kommt Spukball. Sollten wir eigentlich aushalten. Ja. Okay, ich glaube, dann setze ich sogar Egelsamen nochmal ein. Risky frisky, wie wir sind. Spukball wieder. Sollten wir überleben. Ich hoffe nur, dass unsere Verteidigungswerte nicht gesenkt werden. Das ging aber ganz gut jetzt dieses Mal. So. Dann wieder Gigasauger. Gigasauger Egelsamen ist einfach eine wunderbare Kombination. So ein schönes taktisches Pokémon, Gekki. Das kann super wertvoll werden für uns. Spukball kommt wieder, okay. So. Und dann sollte Apoqualyp auch gleich down sein. Eventuell wird es jetzt gleich nochmal geheilt oder so. Ich denke, wir nähern uns langsam dem Epilog unserer Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass es geheilt wird. Nee. Okay, dann haben wir es down. Sehr schön. So muss das sein. Ich denke, Gigasauger und Egelsamen müssten wir auch nochmal die AP auffüllen. Oh, ich bin absolut sprachlos. Da kenne ich so viele Wörter und doch will es mir nicht gelingen, aus ihnen einen Satz zu knüpfen, der zu dieser Situation passt. Bestimmt wären all meine Worte auch nur blasse Abziehbilder dieser Geschichte. Aber eines will ich dir dennoch sagen. Du bist einfach großartig. Oh, danke schön. Das sagen so wenige Leute zu mir. Tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon aufrichtig um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und rüstlich. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ihr solltet euch keine Vorwürfe machen. Immerhin kann das doch jedem im Kampf passieren. Aber wie dem auch sei, ich bin immer noch Mitglied der Top 4. Das bist du. Und auch zu Recht. Wenn jedes der Top 4 Mitglieder ein Opfer von uns verlangt, na heilige Mama, dann stehen wir... Ich gehe mal davon aus, dass N im Finale dran sein wird. N mit zwei Pokémon gegenüber. Und ob das so gut funktioniert, weiß ich nicht. Wir sollten versuchen, ohne Verluste jetzt auszukommen. Es wird schon mit vier Pokémon schwer genug werden. Dann lass uns mal schauen, was als nächstes kommt. Auf geht's. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Oh nein. Psycho? Psycho, Geist, Unlicht, was ist denn falsch? Ist das Psycho? Sieht fast nach Vieh aus. Normal? Ah, scheiße, ich habe absolut keine Ahnung. Psycho wäre ziemlich schlecht, wenn es noch mehr Typen kommen, die auf die spezielle Verteidigung gehen, wird's eng. Ich weiß nicht, was es ist, dann ist Gekki wahrscheinlich die beste Wahl. Psycho oder normal, aber es sieht schon... Boah, eigentlich Fee, aber Fee gibt's noch nicht. Na gut, schauen wir mal, was sich hier hinter verbirgt. Was zum Kuckuck? Wer besitzt die Dreistigkeit, mich bei meinem wohlverdienten Schönheitsschlaf zu stören? Du scheinst mir ein starker Trainer zu sein, der es versteht, Stärke und Sanftmut zu vereinen. Aber erspare mir bitte, bitte, bitte ein langweiliges Duell. Ich kann mein Gehen doch jetzt schon kaum noch unterdrücken. Ich glaube normal. Cutlea. Vier Pokémon. Cytomega. Doch. Psycho. Psycho, ja. Da wäre Bufti jetzt ganz gut gewesen. Psychokinese. Wie viel zieht das ab? Viel zu viel. Aber Egelsamen hat nichts gebracht jetzt, ne? Scheiße.
Spezialverteidigung 63. Spezialverteidigung 53. Spezialverteidigung 63. Und Egelsamen bringt uns hier nichts. Ich gehe mal davon aus, dass Pflanzenattacken uns hier generell nichts bringen. Was bedeuten würde, dass wir eventuell wieder auf Kariu zurückgreifen müssen. Mason kann wahrscheinlich gut Schaden reindrücken in einer Runde. Psycho... Ist Psycho nicht sogar doppelt nicht sehr effektiv auf Mason? Auf Stahl auf jeden Fall. Und auf Käfer eventuell auch nicht sehr effektiv. Aber ich bin mir da nicht sicher. Vor allem weiß ich nicht, was es sonst noch so für Attacken kann. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Zytomega... Also es könnte noch Pflanzenattacken, aber das bringt auch nichts gegen Amazing. Wir sollten gut gewappnet sein. Hoffe ich. Das kann eine Kampfattacke. Fokusstoß. Kampf auf Kiefer. Auf Stahl ist es sehr effektiv. Oh, was ist Kampf auf Käfer? Es ist nicht sehr effektiv. Es ist normal. Ich glaube, ich muss nebenbei jetzt echt mal nachgucken kurz. Kampf auf Käfer. Ist nicht sehr effektiv. Das heißt, es wäre nur normal effektiv. Was aber auch schon gefährlich genug werden könnte. Wir müssen es versuchen. Unser Spezialverteidigung zu pushen. Oder wir gehen auf Risiko und greifen an. Ich meine, unser Angriff ist nicht schwach, sondern ziemlich stark. Mit einer sehr effektiven, gepushten Käferattacke. Wenn es sogar noch Pflanze dazu ist, ist es doppelt so effektiv. Wir versuchen es. Es geht daneben. Donner! Wir sind nicht gerade vom Glück verfolgt, Leute. Ja, wir können ja jetzt kein Knirscher mehr. Sind sogar schneller? Sogar. Was kann das denn noch alles? Na, wir überstehen die Attacke. Ich glaube, wir werden jede Menge Spaß miteinander haben. Ich bin total aufgeregt. Ja, ich glaube... Es kann nur spezielle Attacken, ne? Donner, Energieball, Psychokinese und... Irgendwas noch. Nichts, wo uns der Beulenhelm was bringen könnte. Und Nassschweif reicht auch nicht aus. Ich bin echt ein bisschen überfragt. Angriff 139. Hier nur 102. Wir hätten nämlich auch noch eventuell auf Gekki wechseln können. Und eine Laubklinge versuchen können. Was ja, glaube ich, ein reines Psycho-Pokémon ist. Ich werde mal erstmal Hypertrank einsetzen. Also wir könnten Kariu opfern, um mit Gekki dann alles zu reißen. Das könnte klappen. Yeah.
Wir können genauso gut mit Nassschweif angreifen und auf einen Volltreffer hoffen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht, Leute. Oh, ich will nicht schon wieder in der Liga scheitern. Das ist echt schwierig, so eine Pokémon-Liga blind hinzubekommen. Dominik kriegt auch nichts ausgehalten davon. Funkensprung, Schockwelle, Stromstoß. Mit Stromstoß könnten wir es down kriegen. Vielleicht. Oder mit Stampfer zurückschrecken lassen. Aber da erstmal hinkommen. Eine Möglichkeit haben wir noch. Fällt mir gerade ein. Noch darf ich nicht aufgeben. Und zwar Donner. Kann immer noch daneben gehen. Fokusstoß, okay. Fokusstoß war noch die vierte Attacke, stimmt. So. Na, überleben wir wieder knapp. Das Ding ist... Ja, doch. Ja, aber das wird dann wieder geheilt werden wahrscheinlich. Also selbst wenn Donner einmal daneben geht, dann können wir halt einmal Surfer einsetzen und einmal Wasserdüse hinterherhauen. Aber das wird wieder nicht reichen. Weil es wieder geheilt wird zwischendurch. Mann! Hätten wir jetzt gewisse andere Pokémon noch, wäre das alles deutlich machbarer. So wird's schwierig. Oder nahezu unmachbar. Wir müssen einfach... Es hat einfach drei sehr effektive Attacken gegen uns. Und selbst Psychokinese reicht aus. Energieball, Donner, Fokusstoß. Und die Hypertränke schwinden dahin. Donner, schade. Also Donner muss es ja einsetzen, aber das muss dann daneben gehen. Das ist ganz wichtig. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt Kaio opfern und dadurch Zytomega besiegt bekommen, folgen dann drei weitere plus noch einer der Top 4 plus N wahrscheinlich. Ich bin, nicht überzeugt. Sagen wir es mal so. Das ärgert mich. Das ärgert mich gewaltig. Ach, come on. Was sollen wir nur machen? Vor allem, weil ich auch nicht... Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay. Ja, okay, was ich mache. Ich weiß, ich bin absolut hilflos. Absolut hilflos. Dadurch, dass Egelsamen nicht funktioniert, sonst hätten wir halt mit... Donner, wieder trifft es. Okay, ich würde grundsätzlich eigentlich versuchen wollen, die Top 4 zu schaffen. Mir ist gerade eine Idee gekommen, womit wir es machen können. Eventuell. Und zwar mit einer Kombination aus Geki und Kaio. Wenn Geki nämlich bei jedem Pokémon Egelsamen ersetzt, wir dann auf Kaio wechseln und es einfach immer wieder hochheilen würden, würden wir es durch Egelsamen irgendwann down bekommen. Dass das jetzt hier nicht klappt, ist ein bisschen bitter. Weshalb ich sagen würde, dass wir Dominik nicht brauchen. Frage ist nur, wenn wir jetzt auf Dominik wechseln, ist Dominik dann sofort down? Wahrscheinlich. Außer er setzt Donner ein, dann nicht. Dann wird unsere Initiative sogar erhöht. Aber das können wir nicht wissen. Da können wir nur hoffen. Das wäre Möglichkeit 1. Kann dadurch sein, dass Dominik instant weg ist und wir auf Geki switchen können. Da müssen wir Geki heilen, Geki wird dann wieder geschwächt werden. Dann müssen wir Geki wieder heilen, Geki wird wieder geschwächt werden. Und so weiter und so fort. Das heißt, da stecken wir in einem ähnlichen Kreislauf wie jetzt. Weitere Möglichkeit wäre, mit Kaio mit Nassschweif nochmal anzugreifen, da wir wahrscheinlich schneller sind, warum auch immer. Bringen wir es in den roten Bereich. Sterben dann. Es sei denn, es ist ein Volltreffer. Das wäre ja schon ein hartes Glück. Und ja, dann können wir auf Geki wechseln. Und Geki kann mit einer Laubklinge direkt hinterherhauen. Beziehungsweise könnten wir sogar auf Dominik wechseln, der dann mit einer anderen Attacke hinterherhauen kann. Dann hätten wir aber unsere Taktik mit Kaio und Geki nicht mehr. Oder wir wechseln auf Geki und hoffen, dass Donner oder Energieball kommt und wir das einstecken. Was sogar möglich ist. Kommt allerdings Psychokinese oder Fokusstoß. Dann war's das.
Ich glaube, das Klügste wäre es, Karyu zu opfern. Ich entscheide mich anders. Ich hoffe auf mein Glück, dass jetzt Donner kommt. Die ungünstigste Attacke, die auch noch Stab-Bonus bekommt. Wir leben noch. Okay. Wir sind auf jeden Fall schneller. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir setzen Stampfer ein und hoffen, dass es zurückschreckt. Und schwächen es ein bisschen. Oder wir setzen Funkensprung ein, schwächen es ein bisschen und hoffen, dass es paralysiert ist. Oder wir opfern uns mit Stromstoß und es wird eventuell besiegt, was ich allerdings nicht glaube. Oder wir heilen uns, aber das wird auch nicht viel bringen. Ich glaube, Stampfer ist die taktisch klügste Variante. Oder wir könnten auch Gecki heilen, das haben wir auch noch als Variante. Aber ich glaube... wir setzen Stampfer ein. Habt nur einmal Glück bitte jetzt bei diesem Ligakampf. Okay, es ist zurückgeschreckt. Ich muss es nochmal versuchen. Stromstoß wird nicht reichen, oder? Ich muss kurz gucken. 107 Angriff. Karipas hat 139 und mit einer Attacke Stärke 90 angegriffen. Wir würden mit einer Attacke Stärke auch nur 90 angreifen. Das würde also nicht reichen wahrscheinlich. Ich setze nochmal Stampfer ein, glaube ich. Okay, das war's. Now the question is... Karyu mit Nassschweif? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich bleibt uns nur Gecki übrig. Mit einer Laubklinge. Und es kann durchaus sein, dass es jetzt geheilt wird. Und dann haben wir ein fettes Problem. Es war anzunehmen. Ist aber auch krank, was die für Pokémon haben, ganz ernsthaft. Dass einfach jedes Pokémon, fast jedes unserer One-Hitten kann, das ist schon krank. Die Hälfte abgezogen. Es ist zum Verzweifeln. Volltreffer. Wow, ein KP bleibt uns noch. Woo! Es macht, glaube ich, wenig Sinn, noch weiterzumachen. Wir müssen uns bereits beim dritten Mitglied der Top 4 geschlagen geben. Die Nuzlocke Challenge mal wieder gescheitert. Also in Soul Silver haben wir sie ja, glaube ich, geschafft gehabt, ne? Wenn man von Falk abgesehen hat. Okay. Das Pokémon-Team wurde geheilt. Wir hoffen, du kommst groß raus.
Ja, so nicht. So nicht, meine Freunde. Ich meine, gut, wir hätten die Joker einsetzen können, klar, das waren ja die Regeln so, aber ich hatte ja gesagt, dass wir es ohne versuchen. Ja. Gut. Sind wir gescheitert? Ich würde einfach sagen, dass wir es mit demselben Team noch einmal versuchen. Einfach nur, um mal aufzuzeigen, dass ich glaube, dass wenn man weiß, was auf einen zukommt, dass man deutlich gewappneter sein kann. Also ich meine, die Blattgrün-Nuzlocke-Challenge haben wir ohne Probleme geschafft damals, glaube ich. Die Soul Silver haben wir halt auch einigermaßen geschafft. Glaube ich. Deswegen würde ich es einfach nochmal mit demselben Team versuchen. Beim nächsten Mal, auch ohne weiteres Training. Weil ich glaube, wir sind mit diesem Team in der Lage, das Ganze zu reißen. Wir müssen es nur eben hinbekommen. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir uns erneut in die Liga vorwagen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.